zu Wolfgang. Das geht nicht weiter. Mach das aus. Okay, jetzt haben wir es. Diplomaten statt Granaten. Diplomaten statt Granaten. Diplomaten statt Granaten. Diplomaten statt Granaten. Danke, wir können los. Dann warte, wie schnell es weggeht. Und jeder, der nicht mitläuft, ist in meinen Augen unsolidarisch. Weil vor zwei Jahren waren wir ja auch unsolidarisch, weil wir uns ja keine Spritze reingejagt haben. Also alle, die nicht mitlaufen, sind anscheinend auch für Krieg. Viel Spaß dabei. Wir sind der Walk to Freedom von Hannover. Wir gehen seit über zwei Jahren mittwochs auf die Straße, meistens in den Stadtteil. Und diesen Monat gehen wir hier direkt in der Stadt am Köpke eine Runde, zwei Runden, hier schön um die Stadt. Wer so kann sich gerne anschließen. Wir sind alles friedliche Menschen. Wir sind nicht links, wir sind nicht rechts. Wir sind alles normale Leute, wie jeder, der hier läuft. Bitte weitergehen, danke. Sind das deine Kinder? Hast du gesehen, Anjas neue Kinder? Ja. Die ganze Rasselbande hat das gemeint. Ja, wo hast du die her? Ja, einfach so mal mit ihrem kleinen Lächeln eingepackt. So ist das mit den Frauen. Ich versuche es mal mit den Mädels, hat das jetzt noch nicht geklappt? Ja, ja. Ja, ja. Jede Woche geht über 2000 Orte in Hannover auf die Straße. In Hannover, in Deutschland auf die Straße. Und tun ihren Unmut über diese Regierung, über diese Politik kommt. Also schließt euch an und schlaft nicht länger weiter. Und nicht nur wir hier in Hannover gehen auf die Straße, sondern über 2000 Orte in ganz Deutschland. Und guckt einfach mal in die anderen Länder wie Mann. In Frankreich, da steht Paris Kopf, weil die Leute auf die Straßen gehen, weil das Rentenalter erhöht werden soll. In Belgien stehen die Leute auf und die Landwirte stehen auf. Also, warum wartet ihr noch? Schließt euch an. Das ist Zeit, dass wir uns endlich wehren.
um Gesundheitsschutz, doch sie haben uns verraten. Eingesperrt, diffamiert, geächtet und drangsaliert, die Existenz zerstört und als Untermensch verliert. Darin baut sie Da war eben was ganz Schönes, so eine schöne Sitzgelegenheit. Aber da haben sie sich ausgeblendet. Ich wollte gerade Champagner anziehen. Aber dann war er weg. Dear Mr. President, come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a mother has no chance to say goodbye? President, were you a lonely boy? Were you a lonely boy? Were you a lonely boy? How can you say no child is left behind? We're not dumb and we're not blind. They're all sitting in your cells while you pave a road to hell. What kind of father would take his own daughter's rights away? And what kind of father might hate his own daughter if she were gay? I can only imagine what the First Lady has to say. You've come a long way. Say goodbye.
president. You'd never take a walk with me.